Mein Name ist Andrea Kiss, ich bin 50 Jahre alt und ich bin die Direktorin des Landestourismusverbandes. Und ich bin Jörg Markert, ich bin der Präsident des Landestourismusverbandes, arbeite mit der Andrea Kiss hier zusammen. Ich bin Direktorin beim Landestourismusverband und ich bin stolz, seit über 20 Jahren die Reiseentwicklung in unserem schönen Freistaat mit zu begleiten, die Tourismusentwicklung, die sehr erfolgreich ist. Ja, wir sind ein Verband, der die Interessen des sächsischen Tourismus bündelt. Wir vertreten also die Branche gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik und sind sozusagen das Sprachrohr des sächsischen Tourismus. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Meine Good News für Sachsen sind, dass die Reiselust nach Sachsen ungebrochen ist. Wir haben seit der Wiedervereinigung über 500 Millionen Übernachtungen im Freistaat. Das ist ein tolles Zeichen, dass es ein großes Interesse an unserem Reiseland gibt. Wir haben wunderbare Museen, eine herrliche Landschaft, die immer wieder Reisende zum Kurzurlaub, aber auch zum Langurlaub nach Sachsen zieht. Und das ist eine tolle Botschaft. Ja, der sächsische Tourismus, da gibt es viele positive Dinge zu berichten. Wir sind natürlich ein Welterbeland, wir sind ein Reiseland und nämlich das Kulturreiseland Nummer 1 in Deutschland. Viele Gäste kommen also wegen unserer Kultur hier besonders gern nach Sachsen. Und wir sind eine Branche mit 8,3 Milliarden Euro Umsatz. Also das ist wirklich vergleichbar mit der Automobilindustrie. Und wir haben über 180.000 mitwirkenden Akteure im Tourismus. Das sind einfach tolle Zahlen und darauf wollen wir weiter aufbauen. Die Menschen in Sachsen sollten unbedingt wissen, dass wir eine sehr hohe Gästezufriedenheit haben, dass die Gäste gerne zu uns kommen und dass wir dieses Interesse als großes Geschenk betrachten sollten. Die Menschen lieben unsere Landschaft, unsere Kulturschätze, unsere Traditionen und das ist ein großes Geschenk, was wir uns bewahren sollten, weil die Gastgeber letztendlich mit ganz viel Weltoffenheit, mit ganz viel Gastfreundschaft, mit ganz viel Internationalität arbeiten und das ist ein gutes Zeichen und es hat schon immer viele, viele Menschen über die Jahrhunderte hinweg nach Sachsen gezogen und das gilt es ein Stück weit zu bewahren. Ja, Sachsen ist ein Land mit einer reichen Geschichte. Hier gibt es viel zu sehen, wir können viel bieten für Familien, aber auch für Wanderer, für Pilgerer. Wir entdecken auch neue Tourismussegmente. Wir denken Tourismus ein Stück weit vor. Wir schauen uns also an, wo sind die Trends im Tourismus. Wir wollen mithalten können, wir wollen gut aufgestellt sein. Und dafür stellen wir gemeinsam die Weichen mit allen Akteuren im Tourismus. Und so wird Sachsen Stück für Stück ein bisschen schöner, ein Stückchen besser. Und das wollen wir auch mit unseren Gästen teilen. Mir geben vor allen Dingen die Menschen Hoffnung, die als Gastgeber arbeiten, die sich mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel tollen Ideen um das Gästeglück bemühen. Es macht sehr viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie haben viele Krisen gemeistert, egal ob Flut oder Pandemie. Sie schauen immer nach vorne und das macht mir sehr viel Hoffnung, weil sie letztendlich die Botschafter sind für unser Reiseland, für unsere Heimat und das ein Stück weit die Menschen das für sich aufnehmen, auch selbstbewusst aufnehmen. Sie sind auch letztendlich Botschafter, wenn sie Gäste nach dem Weg fragen und sie dort gut antworten, sie gut abholen. Sie alle können Reisebotschafter und Botschafter für unser Land sein. Ja, mir macht Hoffnung, dass wir Sachsen natürlich freundliche Menschen sind, die vor allen Dingen ganz viele Ideen haben, die sich auch manchmal ein Stück weit neu erfinden müssen. Und jede Krise ist natürlich für uns auch eine Chance. Wir lernen auch aus dem, was wir erlebt haben. Wir wollen, dass Stück für Stück unser Reiseland besser wird, dass wir zufriedene Gäste haben, dass wir neue Angebote entwickeln können. Und da ist der Austausch ganz wichtig in der Branche mit den Akteuren. Und da leistet der Landestourismusverband einen guten Beitrag und da bin ich auch ein bisschen stolz darauf. Ich wünsche den Menschen, dass sie die vielen tollen Dinge, die jetzt in den letzten 30 Jahren entstanden sind, auch selbstbewusst wertschätzen, annehmen, die auch als Botschafter ein Stück weit mittransportieren. Ich wünsche ihnen, wenn sie im Reiseland Sachsen unterwegs sind, vielleicht auf einen Kurzurlaub, vielleicht als Ausflugsziel am Wochenende, dass sie viel Freude haben, viel gute Erholung erleben und damit den Tourismus und die Lebensqualität ein Stück weit reicher machen. Ich wünsche mir für uns in Sachsen, dass wir uns unseren Optimismus erhalten, dass wir die guten Dinge sehen lernen, das ist wichtig. Wir sind ja auch ein Völkchen, was gerne selber reist. Wir erkunden die Welt, wir schwärmen aus und wir kehren vor allen Dingen ganz gern wieder zurück in unsere Heimat. Und vielleicht gibt es das eine oder andere, was wir woanders gesehen haben, was wir mitnehmen können, wo wir sagen können, das ist eine Idee, die packen wir an, das machen wir zu Hause auch.
Und es trägt immer wieder dazu bei, dass wir stolz sind auf das, was wir erreicht haben und die Generation vor uns. Und wir freuen uns natürlich auch auf die Herausforderungen, die das Leben so bietet. Die werden wir gemeinsam meistern. Und da gehört es einfach dazu, dass man zusammenhält, dass man beieinander steht, die Dinge bespricht und dann schaut, welcher Weg der richtige ist. Und ich glaube, im Tourismus können wir jetzt nach durchstandener Krise eigentlich sagen, wir stehen stärker da als vorher. Und das macht mir Mut für die Zukunft. Ich lebe gern in Sachsen.